Ja, also ich bin die Ute. 1980 habe ich meinen Traummann kennengelernt und somit habe ich auch noch eine Werkstatt dazu bekommen. Der Weg war schwer, den bin ich auch nur unter Trotz gegangen, aber heute bin ich froh, dass ich diesen Weg gegangen bin. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Ja, das ist meine Werkstatt, mein Schmuckstück. Klein, aber fein und mein. Ja, hier sind die zwei Hebebühnen. Dort ist mein Lichteinstellplatz, wenn er dann nicht belegt ist. Da ist mein Meister, das Herzstück. Ja, hier geht es weiter, also unsere Reifenstation. Ja, es funktioniert alles. Es ist zwar nicht alles neu, aber es klappt. Ute wollte eigentlich Friseurin werden, aber dann lernte sie ihren Mann kennen. In einer Kneipe, hier in einer Ortskneipe habe ich ihn kennengelernt. Und er hat dann lange gebaggert, weil es war ja doch ein Riesenhinderungsgrund. 48 Jahre war er und ich war 16 und die 32 Jahre. Ja, und man wollte erobert werden und das hat er geschafft, ja. Skandal im Ort, das war so, ja, sicher. Ne? Ich bekam ja dann auch drei Stieftöchter und eine meiner Stieftöchter ist ja auch älter wie ich. Mein Mann hatte den Ruf Lothar Matthäus von Stümpen und dann hieß es immer, ach, den kriegst du nicht eingefangen. Ne? Und da war auch ein bisschen Ehrgeiz, ihn einzufangen. Ne? Der war schon ein Erscheinungsbild und wenn der an der Theke stand, alle Frauen, die flehten den mit Augen an, ne? Die fanden den alle toll. Ne? Ja, und er machte mir aber die Komplimente. Das war schon, da war ich auf einmal Mittelpunkt. Ich war Mittelpunkt. Und das fand ich natürlich als junge Frau, sehr junge Frau, fand ich das super toll. Und meine Freundinnen erklärten mich für bekloppt, für total bekloppt. Und habe ich gesagt, das ist mein Ding. Ich bin immer meinen Weg gegangen und den Weg gehe ich. Wie weit der Weg geht, das wusste ja keiner, das wusste ja kein Mensch. Ne? Ich bin Ende 83 mit ins Geschäft eingestiegen. Mein Mann sagte dann auch, hast du nicht Lust, willst nicht mal gucken? Und dann hat er aber auch schnell erkannt, dass ich dieses Potenzial dafür habe. Ja, und das war top, das war gut. Und, habt ihr was gefunden? Die beiden haben geheiratet und eine Tochter bekommen, Katharina. Ja, ja. Wir hatten aber ein Licht, was... Heute schmeißt Ute den Laden ohne ihren Mann. Er ist vor 11 Jahren gestorben. Alles klar, so machen wir. Gut, dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Gut. Das war von vornherein klar, dass ich vielleicht alleine überbleibe, weil man kann ja auch selber früh sterben. Das weiß man ja nie, was da kommt. Ne? Also ich habe ja immer meinen Cousin an meiner Seite gehabt, der auch direkt an dem Tag nach dem Tod meines Mannes hier war. Und dann ist einfach überlegt worden, was mache ich, versuchst du es weiter und. Es war natürlich vieles im Argen, ja, aber entweder haben wir gesagt, wir hören komplett auf oder ich gehe den Schritt. Aber das war dann auch wieder Ehrgeiz, diesen Schritt zu gehen, mal gucken, wie weit du alleine da hinkommst. Ja. Katharina, lass uns mal eben, ja? So. Schneider. Querlenker links unten hinten. Ein Viano ist es. Ja, ja. Wir spuren nicht, wie das klingen will. Ute hat sich als Chefin in ihrer eigenen Werkstatt durchgesetzt. Ja, ein paar Ansagen muss ich da machen. Ne? Wo ist der Chef? Ja, der ist hier. Ja, wie kann das denn? Und dies und jenes. Also man musste ein paar Ansagen machen. Manches Mal auch vielleicht ein bisschen ungerecht und laut werden, aber das war nach einem halben Jahr war das abgetan. Nach einem halben Jahr stand ich in der ersten Reihe und ganz fest in der ersten Reihe. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in meinen 45 Berufsjahren noch nie eine Chefin gehabt, wo ich so gerne mit zusammenarbeite. Das Menschliche, ne? Das ganze familiäre Umfeld hier ist optimal. Und sie hat ein technisches, sehr großes Verständnis. Ne? Also die weiß, worum es geht, wenn ich mit ihr rede. Ne? Und die packt sogar schon mal mit an. Ne? Sagen, habe ich nie erlebt.
bis dahin. Utes Werkstatt ist in Frauenhänden. Tochter und Enkelin helfen mit. Immer gute Laune, ohne schlechte Laune. Hast du schlechte Laune, kommst du hier hin, hast du super Laune. Mama ist super. Bitte? Ja. Die Kundschaft ist zu 60% Frauen mittlerweile bei mir in der Kundschaft und die Frauen sind geschwätzig. Du kriegst immer mehr Frauen hinzu, weil diese Werkstatt auf einmal von Frauenhand auch geführt wird und die Frauen haben ein sehr großes Vertrauen. Ja, also ich bin im Prinzip stolz darauf, auch dass ich vor 11 Jahren die Entscheidung getroffen habe, weiterzumachen, allein auch ohne meinen Mann. Ne, das ist schon, hier bin ich meins, ich brauche mich nach keinem zu richten und hier mache ich die Ansagen, das ist entscheidend. Ja, das hört sich ein bisschen überheblich an, aber ich habe auf verschiedene Dinge keine Lust mehr. Im Alter dieses Ja, Ja, Ja sagen, das bin ich nie gewesen, das musste es eine Zeit lang sein, aber das bin ich heute nicht mehr. Das sag ich mal so, ich bin einfach angekommen. Ja. Ja, Ute, so ist es. Ne?